Dichuka Sandala, meine Freunde, heute habe ich mal ein relativ spontanes Video für euch, denn heute möchte ich euch ein wenig Zuldazar zeigen. Als BFA rauskam, war ich sofort Feuer und Flamme für ganz Zandala und wollte von Anfang an einen Zandalari-Troll spielen. Ich interessiere mich jetzt selbst sehr für die Trolle in World of Warcraft, sie sind meine Lieblingsrasse. Danach kommen bei mir alle anderen Rassen in einer nicht nennenswerten Anordnung verteilt. Auf jeden Fall habe ich mich natürlich sofort in der Stadt wirklich umgesehen und jede Menge verrückte und belustigende Dinge gefunden, welche ich euch jetzt zeigen möchte. Für manche ist das ein Highlight, andere interessiert es eher gar nicht, kann ich verstehen, aber trotzdem wünsche ich euch viel Spaß bei den Dingen, die ich so gefunden habe. Also zuerst gehen wir mal hier am Hafen entlang. Fragt sich nur, was gibt's hier zu entdecken? Naja, zum Beispiel Affen mit Flügeln! Ich meine, what the fuck, seht euch das an? Hab ich eine Stange zu viel Mojo geraucht oder was? Da sind tatsächlich Affen mit Flügeln in Zuldazar zu finden. Es gibt nicht wirklich eine Erklärung, wo sie herkommen. Wenn man den Affenkönig darauf anspricht, meint dieser nur, die Geheimnisse der Welt sind unzählig. Und ich behalte die meinen für mich. Aha, das bleibt also ein Geheimnis, werter Affenkönig? Aber nicht mit mir. Es gibt nur eine Antwort auf diese nicht gewollte Kreation von Mutter Natur. Genexperimente. Ja, das muss es sein. Das ist ein Fantasy-MMO über Macht und Magie, aber diese Affen sind eindeutig fehlgeschlagene Experimente. Nachdem wir das mit den Affen geklärt haben, bin ich ein wenig weiter nach oben in den Hafen gegangen. Hier auf der Terrasse der Sprecher finden wir einige andere Trollstämme, welche Repräsentanten ihres Stammes nach Zuldazar geschickt haben. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist denn daran so besonders? Na, diese beiden hier im Haus der gefallenen Stämme. Sie sind tatsächlich die letzten ihres Stammes. Ignal vom Schattenzahn-Clan und Malakaras vom Drakari-Stamm. Das Krasse daran ist, dass wir Zandalari einfach mal beschlossen haben, sie als so eine Art Kuriosität hier auf Zandalar aufzubewahren. Das ist jetzt kein Scherz. Es war schon immer die Aufgabe der Zandalari, sämtliche Traditionen der Trolle weiterzugeben, damit diese nicht vergessen werden. Was genau es jetzt mit den beiden auf sich hat, werde ich aber in einem anderen Video erzählen. Denn jetzt gehen wir erstmal zu dieser schädelsammelnden Lady hier im Zuccalo. Ihr Name ist Lani und der Titel ist Programm. Sie ist Kopfjägerin und man findet bei ihr unter anderem den Schädel von Sebastian, Marco oder hier liegt sogar ein Fritz herum. Wir Trolle haben es ja so mit Schädeln oder Gliedmaßen, die abgetrennt sind. Das gibt besseren Voodoo. Glaubt mir, ich kenne mich damit aus. Weiter hinten im Zuccalo gibt es dann noch zwei Kneipen zu begutachten. In der heißen Hütte gibt es eine kleine Überraschung für alle Pepe-Fans. Denn hier findet man oben links über dem Barkeeper den kleinen Pepe mit einer richtig putzigen Zandalari-Maske aus. Klickt man ihn an, dann erhält man eine winzige Zandalari-Maske, welche Pepe ab und zu dann aufhat, wenn man ihn beschwört. Neben guten Drinks und einer coolen Bar gibt es hier aber dann nichts mehr Besonderes und wir gehen dann in die nächste Kneipe, welche zum trinkenden Trommler heißt, in dem sich jeder Gast eine Trommel aussuchen darf. Das ist kein Scherz, ich bin der Stammgast, ich komme in die Kneipe und der Gastwirt stellt mir instant meine Trommel bereit. Ja, so gefällt mir das, meine Trommel und einen guten Zandalarita zum Trinken. Cheers. Da wir nun stockbesoffen sind, denkt ihr jetzt bestimmt, dass es bei Scheuerde nicht mehr geht, als in ein Gasthaus zu gehen, in dem man eine Trommel spielen darf, während man sich zukämpft. Tja, da habt ihr wohl nicht die Rechte mit diesem Tortolaner hier gemacht. Sein Name ist Golmar und er befindet sich hier an der Spanne in Zuldazar. Und ja, was macht er denn da eigentlich? Na, er isst. Natürlich denkt sich jetzt jeder erstmal, ey, was soll das denn, ey, jetzt, hier, da, warum macht er so einen Wirbel um einen essenden Tortolaner? Genau das habe ich mir auch gedacht, bis ich ihn angesprochen habe und somit herausfand, dass dieser Tortolaner den Bau einer Brücke verhindert. Glaubt ihr nicht? Aufpassen. Die Zandalari wollten hier eine Brücke bauen, aber ich habe sie überzeugt zu warten, bis ich mit dem Essen fertig bin. Ich habe einen Vertrag aufgesetzt und sie haben ihn unterschrieben, also ist es offiziell. Nach ein paar Wochen haben sie aufgehört, mich mit Nachfragen zu belästigen. Möchtet ihr eine kleine Vorspeise? Fall abgeschlossen. Voll assi diese Tortolaner. Ey, das geht ja mal gar nicht. Des Weiteren finde ich noch ganz interessant, was manche NPCs so von sich geben, wenn man sie anspricht, wie zum Beispiel dieses kleine Zandalari-Mädchen hier. Tas Dingo! Und einmal im Feldlager, da habe ich einen Alpaka gemobst und zum Tempel gebracht, aber Mutter hat mich nicht behalten lassen. Und einmal im Feldlager, da habe ich einen Abenteurer vermöbelt und ihm den Schädel abgenommen, der war stärker als ihr. Und einmal im Feldlager, da habe ich so einen großen Fisch gefangen. War aber doch nur eine verhexte Wache. Und einmal im Feldlager habe ich einen Brutosaurus am Schwanz geschnappt. Hat mich 33,5 Meter geschleppt. Und einmal im Feldlager, da habe ich einen Saurit gefangen. Der war echt voll riesengroß.
Die haben gesagt, iss ein Rabasaurus. Aber die Erwachsenen haben bestimmt geflunkert. Ach ja, das Feldlager. Bis mit der Nacht aufbleiben, obwohl die Leiters verboten haben. Die Klamotten der Mädchen verstecken. Mojo anstatt normale Angelköder benutzen, um größere Fische anzulocken. Ja, ganze Brutosaurus-Keulen über Lagerfeuer braten. Das waren noch Zeiten. So, das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch oder lasst mir ein Abo da. Und ach ja, denkt immer daran. Ihr habt ein interessantes Gesicht. Kriege ich euren Kopf, wenn ihr sterbt?